eure Videos. Willkommen zu Folge 334, viel Spaß. Der LKW da vorne hat sich offenbar überlegt, spontan was ganz anderes zu machen. Und dafür gibt's ein paar Quittierungshuber. Schön, auch ein Stern ist gut, oder? Das war gut. Unfassbar. Lustig. Also wie alle gehupt haben. Für den wahrscheinlich jetzt nicht, aber. Ja, wechselt er jetzt rüber oder zurück? Im Zweifel erstmal bremsen ist jedenfalls nicht Apex seine Idee. Ups. Oh, Alter. Junge. Ja, genau. Durchs Hupen ist das schon immer viel besser geworden. Schlagartig. Ja, ich rege mich gleich drüber auf, aber um fair zu sein, ja, vielleicht hat er auch nur gehupt, weil das Auto zurückgerollt ist und dann sollte man ja hupen, ne? Ihr Auto springt nicht an. Kann nicht losfahren. Aber jetzt kann sie wieder stehen bleiben. Ja. Also. Bahn und dann. Okay, ciao. Was ist denn mit dem? Meine! Alter! Ich reite nicht. So viel hat Luzi auch immer. Oh, wie unentspannt die Leute immer sind. Jetzt hier auch Martin und KKG. Mann, warum denn gleich schon wieder hupen? Ihr habt doch nun gesehen, dass da eine Pfeife am Steuer sitzt. Denn lasst die doch erstmal in Ruhe wühlen da. Habt ihr es denn alle so eilig? Habt ihr eine Schwangere hinten drin liegen oder was, die sofort ins Krankenhaus muss, weil sie gerade ihr Kind kriegt oder wie? Leute, cool bleiben. Lasst die doch da erstmal rumrödeln, bis sie wieder klarkommen in ihrer Welt. Falls das je passieren wird. David wird hier von seinem Handy durch die Gegend navigiert. Und er denkt sich, was ist das hier für eine Baustelle, wie lange geht denn die? Und er klickt im Handy rum und beobachtet aus dem Augenwinkel die weiße Linie. Blöd nur, dass die gar nicht zählt, ne? Oh. Bist du rübergezogen? Ja, ich bin kurz weggezogen. Danke, dass du uns deinen 4600 Euro Schaden eingeschickt hast. Aus der Scheiße können andere auch noch was lernen. Oh. Bist du rübergezogen? Ja, ich bin kurz weggezogen. Alter, was macht der da nur? Was ist das denn hier für eine beknackte Idee? Links abbiegen darf er nicht, aber weil er links abbiegen möchte, fährt er links an der Insel vorbei in den Gegenverkehr, um dann links abzubiegen oder was? Da muss man doch mal was für den Sascha sagen. Da haben wir was für den Sascha. Simmo. Danke, was auch immer das heißt. Erstes Video. Juhu, da habe ich noch ein zweites. Wir fahren bei also langsam. Alter! Sag mal, geht das noch? Okay, jetzt haben wir noch was. Juhu! Alter, ist die Video Nummer 2. Ich warte auf die 3 im nächsten Einsendeschwung. Erlaube, Jabo. Geisteskranker. Ja, ja, Zappendus da draußen und die Gurken damit standen nicht durch die Gegend und dann gibt man denen mal einen Hinweis und dann ballern sie einem das Fernlicht zurück. Geil, macht immer Spaß. Oh, meine Fresse! Ihr habt das gar nicht gesehen. Der Typ war voll in Gedanken. Der guckte nur nach rechts und lief dann einfach los. Dann hat er sich erschrocken. Arme hoch und ah! Achtet mal drauf, wann wir grün kriegen und wann die anderen da noch alle durchballern. Ich würde das schon immer machen. Ich habe die Kurve, bis jetzt die Bahn, aber
Ich frage mich ja immer, wenn so eine Ausbremsgeschichte kommt, was ist davor passiert? Vielleicht hat Benny hier rausgezogen und eventuell einen Passat dabei in dem seinen Augen ausgebremst. Ich weiß es nicht. Benny hat nichts davon geschrieben. Ich mutmaße auch nur, keine Ahnung. Vielleicht hat der andere auch so einfach nur einen am Hirn. Da haben sie sich berührt. Benny hatte nämlich nach rechts geguckt, sagt er, weil er nach rechts wechseln wollte, um aus dieser Situation zu entkommen. Hat nicht geklappt. Was auch immer gewesen ist, ausbremsen ist sowas von asozial. Mann, Mann, Mann. Naja, auf jeden Fall, dank der Dashcam, die er vor Ort abgespielt hat, haben die Polizisten die Belehrung eines Beschuldigten gegen mich aufgehoben und den Führerschein des Unfallgegners an Ort und Stelle beschlagnahmt. Er war auch bereits mehrfach aufgefallen in der Vergangenheit und hat, soweit ich das mitbekommen habe, 12 Monate Fahrverbot mit Anordnung einer MPU gekriegt. Was für eine Karre? Der links? Ja. Der 7er. Aber guck mal, das Kennzeichen. Das ist ein Diplomaten. Apex liest 4 Zahlen vor. Das ist Diplomaten-Fazit. Kannst du googeln, dann weißt du genau, welcher Staatsbürger ist. Oh mein Gott! Alter. Was wär's denn gewesen mit dem Diplomaten? Wo ist das Hindernis? Ja, danke. Meine Fresse, ey. Wir schauen uns da hinten diese Gang an, eine E-Roller-Gang. Und Toa Marek schreibt, mit E-Roller überholt und falsch rum in die Einbahnstraße. Falls ihr so wie ich die Einbahnstraße sucht, die er meint, wir sind auf derselbigen. 3 Spuren in die Richtung geradeaus übergucken. Er schreibt noch, diese Todesroller sollten führerscheinpflichtig sein. Ich sag's immer wieder an dieser Stelle, Reifen sparen am falschen Ende. Das Fahrrad gurkte hin, das Fahrrad gurkte her, jetzt steht's da, hat keine Ampel vor sich. Wir haben jedenfalls einen Linksabbieger Pfeil, demnach haben wir eigentlich Vorfahrt und dürften eigentlich nicht mit Gegenverkehr rechnen. Warum der Radfahrer trotzdem losfährt, weiß der Geier. Hä? Also eins kann ich euch sagen, ein Tigerauge fährt hier nicht. So, wie fährt man denn so? Weil man umdrehen möchte oder was? Oder wollt ihr die jetzt wirklich einfach nur ein Stück zurücksetzen? Dann muss man vielleicht irgendwann mal aus dem Fenster gucken oder was? Überhaupt gar kein Gefühl für so eine Scheiße oder was? Gruselig, wenn ich sowas sehe. Mann, Mann, Mann. Wie man hört, es tut Ramboline voll leid. Sie ist umgedreht, unterdessen sind auch noch ein paar andere Autos über das Spatzenmädchen drüber gefahren, aber auch nur getunnelt, ne? Muss ich gucken. Und sie hat das Tier mitgenommen, nach Hause in einen Nullsieb gepackt. Und dann hat es sich irgendwann langsam erholt und hat Blödsinn gemacht und dann hat sie es wieder freigelassen. Es hatte auch vor Schreck noch ein Ei gelegt in das Nudelsieb, aber das war kaputt. Ja, süß, ne? Ist jetzt einer von euch schon über das Vögelchen gefahren? Ich kill euch! Leider habe ich kein Foto gekriegt und das Video hört ja auch auf. Naja. Wir sind hier auf der Abbiegespur und der Bulli ganz links, der denkt sich, ah, da wollte ich eigentlich auch hin. Was? War das jetzt?
der Olli, ne, der hat immer die allerbesten Ideen. Hier hat er sich überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich die elektrische Handbremse anziehe im Schnee? Sein Resümee, keine gute Idee. Reimt sich? Das war so eine Steine. Das war nicht so schlimm. Ich will ein Abo von euch und einen Daumen hoch, weil ansonsten schicke ich Ramboline. Und was die mit euch macht, ist ja wohl klar. Ich kill euch!